Tage, an denen wir uns die Zeit gönnen, darüber etwas nachzudenken. Ein Tag, an dem wir uns der wertvollen Menschen erinnern, die uns Vorbilder waren, die uns das Leben für eine gute Sache vorgelebt haben. Wir erinnern uns der 684 Kameraden, die wir in diesem Jahr verloren haben. In Reden und Ehren den Mitarbeitern des österreichischen Landesverbandes in allen Feuerwehren. Ich grüße Sie nochmals sehr herzlich und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mein abschließender und unser herzlicher Gruß gilt Bezirksfeuerwehrkommando der Landes Johann Wolzig. Wenn ihr um meine Bilder beschimpft und verfolgt, darf alle mögliche Weise verleugnet werden. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß. Und es gibt sie heute, denen auch der Mensch in seiner Würde, in seiner Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit ein Anliegen ist. Dafür nehmen sie Anfeindung, Verleumdung, Herabsetzung in Kauf. Viele davon ehren wir heute, die namenlosen Heiligen. Unserer Jugend und damit in die Zukunft, so sehen wir die Weiterentwicklung unmittelbar vor uns. Es ist der Mensch, der Visionen und Ziele erreichen kann, und es ist der Mensch, der etwas bewegen kann. Auch der Mensch, ganz persönlich.